Seht ihr dieses Monster da oben? Wollen wir da vielleicht mal reingucken, wenn wir dürfen? Aber erstmal Video los. Kann ich dir irgendwie helfen? Nee. Lach nicht! Wir haben nicht gelacht. Du hast mich. Jetzt habe ich Kaugummi an der Jacke. Nein! Oh, was liegt denn da? Die Ballistoldeckel. Fuck! Wollen wir einfach noch mal kurz sagen, hallo und herzlich willkommen zu einer völlig neuen fantastischen Folge unseres fantastischen Videovlogs. Heute mit Maren. Hi. Hi. Leichter Bartwuchs, aber geht schon. Wir nehmen euch mal kurz mit rein, dann sagen wir euch, wo wir sind. Hilfe. Ja, jetzt habt ihr es gesehen, also du nicht. Wir sind auf der Boot und ich hoffe, die Leute hören uns. Wir sind auf der Boot und was die Boot mit Vanlife zu tun hat, werden wir versuchen herauszufinden. Mhm. Weil ich glaube nämlich verdammt viel. Ja, nämlich auf Booten schaukelt es viel hin und her und da sollen Schränke zubleiben. Ja. Und vor allem sollen die Dinger auch dicht bleiben. Gibt parallel. Ja, wir gucken mal. Weit sind wir nicht gekommen, denn wir möchten euch was zeigen. Und zwar genauer möchte euch der Manuel was zeigen. Hm. Ich bin völlig erstaunt, was du alles weißt. Naja, ein bisschen Teakholz, beziehungsweise die Oberflächen, die wir auf dem Schiffsbau relativ häufig haben, sind eben Holz, weil sich das gut behandeln lässt. Und hier eine Gummierung zwischen rein. Man kann das im Vanlife beispielsweise auch nutzen für sich und herstellen, diese Optik, indem man quasi Fugen fräst, die mit Sicker auffüllt, dann quasi den Überstand abschneidet und dann alles überschleift. Und dadurch hast du eine rutschfeste Oberfläche. Wenn du auch mit nassen Schuhen drauf gehst, packt sich nicht auf die Fresse. Wow! Kleber. Ein cooles Thema im Schiffsbau sind natürlich Fenster, besonders robust, meistens aus Glas. Sehr cool. Schaut mal da unten. Dachluken, Decksluken eigentlich, die müssen deswegen vor allem so stabil sein, weil man auf dem Schiff natürlich drauf rumläuft. Ja. Bevor ihr sowas aber... Bei Windstärke 300 halten. Richtig. Bevor ihr sowas verbaut, aber immer darauf achten, ja. Diese hier beispielsweise, könnte man mit einer Winch einfach aufmachen. Das ist in Sachen Einbruchsicherheit nicht ganz so clever. Übrigens noch ein Tipp. Beim Einbau eurer Fenster sollte ein E-Prüfzeichen drauf sein. Ist natürlich hier nicht der Fall. Darf man das? Nee. Leider nicht, aber immer sehr schön, weil die sind halt zusammenklappbar. Und man hat dann echt nur so ein kleines Ding oben hängen. Aufklappen, fertig. Weiter geht's, Manuel, das passt nicht in dein Van. Aber es ist doch aufblasbar. Oh, aufblasbar. Vanlife und Ruderboot passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Jeder möchte irgendwann mal sein Boot mitnehmen, hat aber nicht genug Platz. Guckt mal da. Also das sind, glaube ich, diese zwei Teile. Und dann sieht das so aus. Also ich nehme in Zukunft ein Ruderboot mit. Und nun präsentiere ich euch ein Beleuchtungskonzept für die Außenhaut,
möglicherweise nicht ganz zugelassenen Straßenverkehr, aber eindrucksvoll. Schaut mal. Muss man das zulassen? Ich will sowas haben. Ja. Ich baue mir das auf den Tisch. Aber muss ja irgendwo herkommen, das Zeug, ne? Also wir sehen gerade Manuel begeistert im Katalog blättern. Also es lohnt sich wirklich schon mal irgendwie bei ein paar Bootsbauern vorbeizuschauen. Schon allein wegen der Armaturen und sowas. Ja. Also schaut euch das hier mal an. Das ist ja super schlank, verspricht aber einen enormen Wasserstrahl mit wenig Druck zu generieren. Und hier, man kann das so schön verstecken. Wow, echt schön. Manuel zeigt Ihnen jetzt ein völlig neues Verschlusssystem. Nee. Ich glaube, du solltest meinen Vlog übernehmen. Ja, wahrscheinlich. Als Maren. Als das hier ist zum Beispiel ein Verschluss, so ähnlich wie ein Pushlock. Also man muss quasi diese Lasche ziehen, um zu entriegeln. Und dann seht ihr hier unten, dass hier ein Riegel nach hinten gezogen wird. Das bedeutet also, wenn ich so einen Verschluss habe und die Schublade zuschmeiße, dann ist sie automatisch verriegelt. Weil ich bin so jemand beim Pushlock, ich vergesse den meistens zuzumachen. Also das mag ich ja irgendwie im Bootsbereich, ne? Es gibt Fenster in sämtlichen Größen. Und vor allem sind sie dicht. Diese Fenster, die ihr gerade gesehen habt, die gibt es in verschiedenen Abmessungen. Die kann man sogar herstellen lassen. Also echt krass, wenn ihr da was völlig Besonderes sucht, schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Du bist der Moderator unseres neuen Vlogs. Ich bin der Moderator dieses eures neuen Vlogs. Ja. Auch das Thema Standheizung ist selbstverständlich relevant auf dem Bootsbereich. Wir haben hier zum Beispiel ein paar Webastos. Ballas, das kennt ihr ja von der wundervollen Dieselkocher-Lösung. Ja, 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 Daumen hoch. Und ein guter alter Bekannter, die R2D. Scheinbar auch im Bootsbau beliebt. Es gibt natürlich so einige Bootshersteller-Ausrüster für so Kleinkram. Das ist einmal, Achtung Werbung, SVB, ich verlinke das natürlich unten drunter, und Kompass. Wir haben aber gerade noch einen entdeckt, und zwar Toplicht. Und da schauen wir mal rein, was es da so gibt. Das ist ein cooler Look. Wer mal was anderes sucht, sollte mal bei Toplicht vorbeischauen. Mhm. Echt sehr, sehr cool. Kennt ihr unsere schönen Seile? Wenn ihr irgendwas sucht, was so Seilerichtung angeht oder wirklich Farben, Größen, Stärken, Längen, also da seid ihr im Segelbereich. Man nennt es Tau. Kleiner Tipp, abfotografieren, Papier sparen. Gibt's alles online. Wow.
Apropos, wir sind hier bei Lindemann übrigens auch ein, wie hat er vorhin gesagt? Raimo für den Bootsbau. Raimo für den Bootsbau. Lindemann, schaut da mal vorbei. Auch ein Haufen Kleinscheiß und ein Haufen Ideen dabei. Auch Boatliver sind nur Camper auf dem Wasser, brauchen natürlich auch eine Kühlbox. Ja, kommt bei uns auch so langsam an, so im Vanlife, ne? Extrem klein zusammenfaltbare Fahrräder. Und wenn man vergleicht dieses Paket und was dann dabei rauskommt, lohnt sich es vielleicht langsam wirklich irgendwann mal ein E-Bike mitzunehmen. Heißt das Piper oder Piper? Was? Piper. Piper? Wieder ein kleiner Tipp von uns. Piper Store. Wow, Piper, Piper. Ja, auch ein Bootsausrüster. Toiletten gibt es dort, Wassertanks in sämtlichen Größen, Formen und so weiter und so fort. Also auch da wieder viel Camping im Bootsbereich. Mhm. Wir sind aber nicht nur wegen Vanlife auf der Boot, sondern auch für schöne Bilder und einfach das, wofür die Boot bekannt ist. Unterwasser-Frisbee. Dahin gucken,
zu Leuten, die das, warum kommst du mir so nah? Vielleicht zu Leuten, die das qualitativ ein bisschen besser können, und schaut da einfach mal rein. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir gefallen ins Bier trinken. Tschüss.